Jemand noch Fragen? Wenn Sie erlauben, Sir. Ja, Herr Jennings? Was das Fluchtkomitee anbetrifft, Sir, ich sprach mit Commander Shears. Ein Fluchtkomitee wird es bei uns nicht geben. Ich verstehe nicht, Sir. Lieutenant Jennings hat einen Plan, und ich meine... Ja, ja, ich glaube, dass Jennings einen Plan hat. Aber Flucht? Wohin? In den Dschungel? Der Bursche Saito hat völlig recht. Stacheldraht ist hier überflüssig. Die Chance zu überleben ist 1 zu 100. Ein Mann mit der Erfahrung Commander Shears wird mir gewiss beistimmen. Oh, ich möchte sagen, die Chancen gegen eine erfolgreiche Flucht stehen etwa 100 zu 1. Richtig. Aber wenn ich noch was hinzufügen darf, Colonel. Bitte? Die Chancen, hier im Camp zu überleben, sind noch viel schlechter. Sie kennen doch unseren Friedhof. So sieht's für Sie aus. Wer die Hoffnung auf Flucht aufgibt, ja schon den Gedanken daran aufgibt, der unterschreibt sein eigenes Todesurteil. Warum haben Sie da nicht versucht, auszubrechen? Oh, ich habe bis jetzt immer gewartet. Auf den richtigen Moment, auf die richtigen Kameraden. Verstehe, wie Ihnen zumute ist. Ganz richtig. Normalerweise hat jeder gefangene Soldat die Pflicht, eine Flucht zu versuchen. Aber meine Männer und ich, wir befinden uns gesetzlich gesehen in einer merkwürdigen Situation, von der Sie nichts wissen. In Singapur haben wir vom Hauptquartier den Befehl erhalten, uns zu ergeben. Den Befehl, wohlverstanden. Also wäre Flucht in unserem Fall ein schwerer Verstoß gegen alle militärischen Gesetze. Interessant, nicht? Ja, ein interessantes Problem. Tut mir leid, Sir, aber ich komme da nicht ganz mit. Sie wollen sich also an die Buchstaben des Gesetzes halten, ohne Rücksicht auf Verluste? Ohne Gesetz, Commander, gäbe es keine Zivilisation. Das ist ganz meine Meinung. Und hier gibt es keine Zivilisation. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit, sie hier einzuführen.